Mobile Media Day 2015 mit Christian Daubner von BR24 vom Bayerischen Rundfunk. Herr Daubner, Sie sind Leiter der digitalen Informationsstrategie des Bayerischen Rundfunks. Was waren denn die Grundüberlegungen für BR24? Naja, es war ganz einfach so, dass wir eine News-App gebraucht haben, aber es gab schon sehr, sehr viele. Dann haben wir gesagt, wir müssen was machen, was sich unterscheidet von allen anderen. Und deshalb haben wir uns überlegt, einen personalisierten Ausspielkanal zu entwickeln. Das heißt, der gesamte Inhalt des Bayerischen Rundfunks, die verschiedenen Redaktionen sollen ihre Kompetenz in den Ausspielkanal BR24 zusammenführen und der Nutzer soll dann einfach den BR in seiner Hosentasche dabei haben. Die App verspricht personalisierte Nachrichten nach den individuellen Wünschen des Benutzers. Welche Erfahrungen bekommen Sie denn zurückgespiegelt? Sehr, sehr positive. Da im Internet gibt es ja doch eine wahnsinnige Fülle von Informationen. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen dem Nutzer die Möglichkeit bieten, auszuwählen, was ihm einfach wichtiger ist als das andere. Das heißt, wir haben einen Filter hinterlegt, der personalisierte Ausspielungen zulässt. Der User kann das nutzen, muss er aber nicht. Es gibt auch den Stream, das Wichtigste, das heißt, der ist gewichtet von den Redaktionen. Aber man kann von der regionalen Befindlichkeit, von den Themen bis hin zu den Deutschen, Bayern aber natürlich, aber auch Syrien, zusammenführen lassen in meinen persönlichen Stream. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Es wird sehr gut genutzt. Was bedeutet BR24 für den Bayerischen Rundfunk insgesamt? Wo geht denn die Reise hin? BR24 ist mehr als die App. BR24 ist ein neues Nachrichtenverständnis, personalisierte Ausspielung für die App. Aber BR24 ist die digitale Newsmarke des Bayerischen Rundfunks. Das heißt, auch im Social Web führt alles über die Marke BR24. Da sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen. Da haben wir noch einiges zu tun. Aber wir wollen dem Nutzer mit BR24 ein klares Statement geben. Wir sind auf allen Ausspielflächen, egal welche sich entwickeln, egal was genutzt werden will vom User. Da wollen wir mit BR24 das rüberbringen, was dem Bayerischen Rundfunk an Kompetenz einfach zugemessen wird, die glaubwürdige Berichterstattung in entsprechender plattformgerechter Aufbereitung. Christian Daubner vom Bayerischen Rundfunk, herzlichen Dank fürs Interview. Gerne.